So, das sind jetzt die aktuellen Teile. Und wenn man sich überlegt, wie lange es schon her ist, seit dem ersten Teil, muss man schon bald sagen, Oldtimer. Und da sind jetzt also so ein durchgängige Gewindeschraube ohne Kopf und so ein paar kleinere Schrauben und Muttern und so eine Haltebuchse für die Lenkung wahrscheinlich. So, und das sind die anderen Teile, die in der anderen Ausgabe dabei waren. Das ist so eine Getriebehalterung und dann noch die entsprechenden Schrauben dazu. Und da arbeite ich jetzt dran erstmal. So, und das Teil wird jetzt mit den beiden Enden da verbunden. So, und wie das aussieht, das werden wir dann gleich sehen. So, jetzt habe ich das festgeschraubt. Man sieht hier an dem Antriebsstrang, dass das von der Antriebswelle von hinten nach, von vorne nach hinten rückübertragen wird. So. Und dann sieht man auch, wenn diese Räder aufliegen, dass durch das Differential das gegenüberliegende Rad angetrieben wird. So, die Kraft sucht sich dann ihren eigenen Weg sozusagen. Und das ist das Teil, was ich jetzt eben eingeschraubt habe. Das ist jetzt erstmal der Zwischenstand. Jetzt habe ich praktisch erstmal die Lenkung eingestellt, dass, also wenn man das verdreht, dass es parallel laufen würde, muss man halt aufpassen, dass sich da nichts verkantet. So, und dann diese Teile, die einem da bekannt vorkommen, das wird dann noch da drunter geschraubt, das muss ich jetzt wieder losmachen. So, da ist es. Und das wird dann, kommt dann oben drauf. Noch ein helleres Teil, so. So, und fahren kann er auch. Das sind also die Teile, die noch gefehlt haben. Jo.